Das hast du schon wieder auf, Mali, jetzt. Was schneidet es noch? Aber trotzdem brauche ich auch mal die Sonne. Ab. Mit dem scheiß Wetter haben ab, nichts ab, los. Ab in den Süden. Ob Griechenland, Spanien. Du bist ein ganz faules Tier. Nur Urlaub. Von wegen, lässt ich mache kaum Urlaub. Du machst deswegen halb schaffen. Du machst ich drei bis viermal im Jahr Urlaub. Von wegen. Ich mache zweimal im Jahr Urlaub oder so. Aber zum Beispiel, du könntest ja gar keinen Urlaub machen. Du kannst ja kein Englisch. Guck mal hier, wie es hier steht alleine. Hier. Break. Fluid. Das heißt, Bremse, Break und Fluid ist Manfred, Flüssigkeit. Mit dem netten Mädchen kann ich mir mit Händen und Füßen unterhalten. Ja, wenn, was ich von denen will, ein Bierchen trinken, das wisst ihr ja, schon aber wenn die was zu dir sagen, zum Beispiel Mund, was heißt Mund? Da sag ich, moch, moch, Süße. Küsschen, Maus. Ja. Das Gesicht fehlt. Manni! Ja, trotzdem. Was heißt das? Maul? Nicht Maul. Du hast Maus. Gerade Maul gesagt. Maus. Ach, Maus. Ja, Maus. So Maus. Ähnlich. Und da immer die Maus. Nee, du alte Sprichwörter hier, Maus. Und wenn du lieber hast, was hast du Liebe? Da brauche ich ja wohl nicht drauf drüber diskutieren. Lass. Das zeige ich schon, wenn ich es will. Ja, aber trotzdem, man muss sich ja auch verständigen können. Nicht nur mit Händen und Füßen. Geh mal in den Kaufladen. Frag erstmal einen, ob er noch Klos oder Oppen ist. Manni. Ja, Klos heißt geschlossen, Oppen ist offen. Der Manni. Geschlossen, wenn das geschlossen ist, ist die Tür zu, dann sehe ich das automatisch. Ja, trotzdem, da brauche ich auch wohl nicht nachgucken, was raus ist. Du fragst immer, die Uhr, Glock, wie viel Time ist. Wenn ich, dann habe ich meine Uhr dabei, sage ich, ah, guck mal hier, wie spät das ist. Da brauchst du dir doch ja, nicht fragen. Nur, du willst wissen, wie lange das noch offen ist. Wir brauchst du nicht fragen, weil es ist zu, dann komme ich von neues Nein, aber du wieder. Weißt nicht, du gehst irgendwo trinken und willst wissen, wie lange es noch auf ist, wie viele Stunden. Ja, dann bleib ich so lange drin, bis sie rausschmeißen. Minute. Dann bleib ich so lange, bis sie rausschmeißen, fertig ist die Sache. Nee. Uwe, du bist ein Old Man. Old Man, richtig? Was bist du, Oldtimer bist du? Nein, alter Mann. Manni, du bist mal schon so ein Held. Mein Englisch Manni, ist noch schlecht. Dein Englisch ist gleich null. Manni, dass du nicht gut bist, das weiß ich. Einen Moment, ich will aber, dass mein Englisch aufbessern. Aber dein Englisch ist gleich null, richtig? Gleich null. Manni, meiner ist super. Zero. Z-E-R-O. Null. Manni, was brauche ich dann? Mein Englisch ist little bit Englisch. Little bit, ja, du bist ja, little bit, ein bisschen, ganz bisschen. Und es muss irgendwann mal besser werden. Ich kann mehr verstehen, das Englisch, als ich sprechen kann. Das ist der Unterschied. Manni. Und dein ist zero Englisch. Du kannst ja nicht mal Deutsch. Ja, das kann ich, das reicht. Dann sag mir was in Deutsch. Soll ich dir was sagen? Ja, sag mal. Der Manfred ist die Knalltüte der Nation. So. Das ist der Manfred. Das bisschen üben. Mein PC. Finde das richtige Paar aus Zahl und Zahlwort. Ach so. Klicke dazu nacheinander auf die verschiedenen Felder. 19. Yep. Yep. Gut. 1, gut. Om. Yep. Yep. 84, ja. Da habe ich dich doch. Yep. Yep. Was haben wir hier noch? Yep. Nö. Du Quatschkopf. Vor. Yep. Yep. Noch mehr Wörter. 57, gut. Nö. Doch, du Sack. Aber wenn man in Urlaub fährt, braucht man Englisch auf jeden Fall ein bisschen. Und deswegen lerne ich wieder Englisch. Da sind so kleine Sachen, da kommt man voran. Wie zum Beispiel, in Griechenland stand ich vor dem Geschäft, habe ich dann die Leute einfach ganz dumm gefragt, open oder close. Und die haben mir da angefragt, wenn ich close gesagt habe, yes oder no. Dann wusste ich ja oder nein, das ist auf oder nicht auf. Und damit bin ich vorangekommen. Es waren nur ganz wenige Wörter und das braucht man nicht hunderte fließend Englisch sprechen. Es reichen schon ein paar Wörter und man kam voran. Es hört sich ja für die Leute blöd an, aber ich kam an mein Ziel. Ich konnte dann meine Bananen kaufen und meine Flasche Wasser. Shower ist die Dusche. Soap, Seife. Yep. Yep, so wusste ich es doch. So weiter, gut. The fire is warm. The fire is warm. Yep. Gib du Sack. Peter? Ja, Manni? Einigermaßen kann ich ja gut schon Englisch sprechen, richtig? Manni, bis du richtig sprechen kannst, Englisch, musst du noch viel üben. Ja, der Anfang ist da. Mother, Mutter, Father, Vater, Schwester, Schwester, Braun, Brun, Gelb, Gelow, Mund, Moos, Television, Fernsehen, Table, Tisch, Manni. Chair, Stuhl. Manni, geh mir nicht auf den Nerven. Schlaf endlich. Ja, Peter. Gute Nacht, Manni. Gute Nacht, Peter.
Zusammen mit Schwester Biene unternimmt Manny einen Kurzurlaub auf Mallorca. Um seine Englischkenntnisse zu testen, macht er die Probe aufs Exempel. Oh, Biene, ich hab Durst. Ich will eine Cola trinken bei der Hitze. Willst du auch was haben? Ich hätte auch gern Wasser. Soll ich mitkommen? Nein, mach mal alleine. Ich will das auch mal. Mach du das mal. Ich will mich durchkämpfen. Also ich hätte gern Wasser. Ein Wasser. Hola. Eine Buddel voll Wasser und eine Deep Cola. Grazie. Yes. Adios. Adios. Gracias. Hey, du hast ja, was du wolltest. Siehst du, ich kam sehr gut mit meinen Fremdsprachen durch, aber wo ich das gesehen habe, ich muss noch rapide üben. Für mir, für dir. Nur Übung macht den Meister, weißt du, aber hat doch schon geklappt, ist doch super. Aber das trinke ich jetzt, ich brauche Durst. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, peinlich, gleich 0%. Stolz, dass ich bekommen habe, was ich wollte. Ich kann nicht alle Sprachen dieser Welt, das sind unendliche Sprachen fast, kann man sagen. Ich komme einfach durch, warum soll ich das sagen, dass ich bemühe mich. Ich bin stolz. Denkst du, ich kann jede Sprache der Welt reden? Nö, will ich auch gar nicht.